Willkommen zurück, mein lieben Freund, zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sind außerhalb von Montorregioni gelandet, als wir die Auditori-Gruft erkundet haben. Was ist das? Altarraum. Ach so. Und wir haben jetzt hier noch draußen ein paar Federn, die wir einsammeln können. Und wenn wir schon eh draußen stehen, dann können wir das auch machen, weil wir müssen eh hierher rennen. Ich hoffe, ich finde nur hier gleich irgendwo auch ein Pferd, dass wir mit einem Pferd losreiten können. Das wäre dann natürlich ein bisschen schneller, das Ganze. Und ja, hier soll irgendwo eine Feder sein an diesem schönen Häuschen. Da leuchtet sie auch schon. Wahrscheinlich ist hier aber auch noch ein Schatz, könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Deswegen schauen wir mal kurz hier herum. Da ist er doch. Entschuldigung. Nur leider kein Pferd. Tatsächlich. Wir haben jetzt noch eine einzige Feder in Montorregioni, die ist jetzt bei diesem Gebäude. Da rennen wir jetzt nämlich auch hin. Juhu. Hoppala. Müssen wir wahrscheinlich diesen Weg entlang laufen. Warum ist hier kein Pferd? Das ist jetzt ein bisschen Troll, ne? Dann haben wir wenigstens schon mal die Federn in Montorregioni fertig. Ich weiß nicht, wie es mit den Schätzen hier aussieht, ob es hier eine Schatzkarte gibt. Aber irgendwann sind wir dann auch zurück, endlich im richtigen Spielgeschehen. Ist da hinten ein Pferd? Nee. Hier sind nirgendwo Pferde. Ich meine, ist natürlich schön, wir können das ja ein bisschen genießen. Wobei, naja, Toskana stelle ich mir ein bisschen anders vor von der, ich weiß, da ist ein Pferd, aber hopp. So, mit dem Pferd geht es dann schon ein bisschen schneller. Ich schätze, bei diesen ganzen Gebäuden, die wir links und rechts hier gleich sehen werden, wird sicherlich... Ach, das ist schon das Gebäude. Upala. Werden sicherlich auch Schätze noch sein. So, oh, schon 30 Stück von 100. Super. So, haben wir hier noch irgendwo Schätze? Klimpern hören wir es jetzt mal spontan nicht. Ist aber auch einfacher. Oh, ich finde das so toll. Die Pferde rennen einfach so hinterher. Hallo? Lass mich nicht alleine. Ich bin so gut mit dir geritten. Los. Ja. So. Zack, da sind wir auch schon wieder am Anfang. Und jetzt kommen wir auch mal wieder hier endlich rein. Gehen wir mal eben zum Kunsthändler, holen uns die Schatzsuche. Schatzkarte ist Schatzsuche. Und für die Schatzsuche so. Schatzkarten. Montorregioni. Ja. Sehr schön. Gemälde. Gemälde. Hallo? Ah, wie lange das immer dauert. Da ich jetzt. Danke. Oh, Dame mit den heimlichen Hermelin. Das gibt's tatsächlich. Das ist ziemlich billig zu dieser Zeit. Oh, das ist teuer. Was ist das? San Chrysogonus. Aha. Der heilige Franziskus in Ekstase, weil er in den Himmel guckt. Idealstadt. Oh, das kenne ich. Das ist, glaube ich, einer der ersten Renaissance-Bilder, die ein bisschen Perspektive aufweisen. Weil mit der Renaissance sind die Perspektiven auch endlich gekommen. Battista und Federico. So, dann haben wir auch alle Gemälde aus Montorregioni. Hat uns zwar jetzt sehr viel Geld gekostet, definitiv. Aber definitiv. Wir steigern natürlich den Wert damit auch. Ich bin ein bisschen irritiert. Wo soll dieser eine Schatz sein? Immer diese Dirnen, die... Oh nein, das Pferd möchte die ganze Zeit zu mir. Oh nein, wie süß. Es läuft dafür die ganze Zeit gegen die Wand, aber es nicht in die Stadt gehen kann. Ist auch doof, dass Pferde nicht in Städte gehen. Oh, du bist so süß. Oh.
Immer diese Pferdeliebe in den Spielen, wirklich. Es ist immer das Gleiche mit den Pferden. Oh Mann, das gibt's nicht. Ein armes Pferd. Läuft es schon wieder gegen die Wand? Oh nein. Das tut mir so leid. Das Pferd will einfach nur hinterher und kann nicht hinterherkommen. Oh nein. Richtig bitter das Ganze. Ich wette, der Schatz ist da oben. Kann ich von hier auch hoch auf die Mauer? Auf die Mauer, auf die Lauer. De-de-de-de-de-de. Nicht? Oh. Ach da! Oh Gottchen. Mein Gott. Ja, ich weiß. Ich habe beim letzten Mal irgendwann gesagt, ja, wir sind jetzt mit der Schatzsucherei soweit fertig. Ich sehe da hinten gerade schon wieder so eine Statue, die wir hier auch einsammeln können. Für den Garten sind die. Minerva-Statue gefunden. Oh, wo sind die zwei Schätze? Kann man hier reingehen? Ich glaube, in irgendein Gebäude konnte man reingehen. Aua, renn doch nicht immer gegen mich, du blöder Mann. Oder sind die hier oben? Hä, wo sind denn die zwei Schätze? Ach, die sind doch bestimmt in dem Gebäude, oder? Hoppala. Ja, ich weiß, das war ein Attentatssprung. Ist mir sehr wohl bewusst. Hä, ich verstehe es gerade nicht. Welch Anmut. Wo? Oh, da ist noch eine Statue. Wo sind diese zwei Schätze? Hat ihr den Verstand verloren? Jupiter. Statue gefunden. Hä? Ach da. Also, hä? Ich stehe doch genau auf dem Symbol. Aha. Da oben sehe ich definitiv ein paar Schätze. Muss das da jetzt wirklich? Hä, wie komme ich denn da hoch? Ach, daher, okay. Hier so? Ja. Okay. Hier weiter hochklettern? Nee. Hallo? Hallo? Oder kann man von der anderen Seite? Eventuell. Nee, okay. Dann probieren wir das ein anderes Mal. Zu einer anderen Zeit. Tschu! Ma, wo sind denn die Kisten die ganze Zeit? Da. Okay. Alles gut. Jetzt ist wieder einer auf dem Wehrgang, oder? Ach, Ezio. Das enttäuscht mich jetzt schon ein bisschen. Kann das nicht hier einfach liegen? Obwohl, das ist hier nicht. Hä? Oder ist sie außerhalb? Oder ist das die Kiste? Nee, die habe ich gerade geplündert. Ist das außerhalb? Ja, sieht relativ so danach aus. Ich sag ja, es sind nicht viele Schatztruhen, aber die sind alle so ein bisschen... ein bisschen trickhafter versteckt. Wir gucken auch, wir sollten natürlich auch, wenn wir in Montedioni ein bisschen unterwegs sind, sollten wir natürlich auch ein bisschen nach den Statuen gucken. Weil, wenn ich mich nicht ganz irre, wir haben jetzt doch ein paar Statuen schon gefunden. Guckt mal, da haben wir Diana und Apollo. Einer schläft, wenn der andere wacht, ohne sich hier zu berühren. Wir hüten uns doch beide gemeinsam. Tag und Nacht? Würde ich jetzt so interpretieren. Ist hier noch was?
Oder da draußen in diesem Gebäude, man weiß es nicht. Ja, hier ist es drin. Alle hopp. Ich bin um jeden Schatz, den ich hier einsammeln kann, sehr glücklich eigentlich. Aua. So, das heißt, ich muss jetzt die ganzen Statuen, die ich gefunden habe, die kann ich hier theoretisch irgendwo draufsetzen. Hier habe ich noch gar keine zu, okay. Aber wir haben ja schon ein paar gefunden. Hier ist der Altarraum. Oh, da haben wir schon zum Beispiel beide. Hoch, was passiert denn jetzt? Was ist das? Oh, Geld. Auch schön. Jupiter und Minerva. Hier sitzt der König des Olympen und neben ihm herrscht, steht die Weisheit, um seine Herrschaft zu lenken. Tja, die Frau, ne? Hehehe. You know what I mean? Ist der Schatz jetzt hier unten? Ne. Wo ist der Schatz? Huh. Keine Ahnung. Das gibt Geld, wenn man die Statuen findet. Oh, schade. Auch nur eine. Lesen wir uns dann später durch. Okay. Also es fehlen uns auf jeden Fall noch ein paar Statuen. Jetzt haben wir hier noch diverse Schätze, die irgendwo sich befinden. Ich weiß noch nicht, ob hoch oder runter oder runter oder hoch. Hallo! So, wir können jetzt erstmal unser Geld endlich nehmen. Dann gehen wir zu dem Architekten, wa? Buongiorno. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Sehr gerne. So, wir haben eine Bank, haben wir. Wir haben das Bordell. Minen, wie teuer sind die? 4000. Die Kirche, 4000. Militärskaserne. Diebesgilde. Der Brunnen. Der Brunnen. Wir machen jetzt erstmal die Kirche, weil wenn ich die renoviere, komme ich, glaube ich, da rein. Soll die Kirche für 400 Florin repariert werden? Genau. So. Wie viel Geld haben wir noch? 8000. Machen wir den Brunnen neu. Brunnen ist ja auch immer schön zu haben. Diebesgilde für die Minen. Könnten den Schneider jetzt nochmal erhöhen. Machen wir mal den Schneider hoch. So. Und den Schmied. Ach ne, der Schmied ist zu teuer. Okay, haben wir jetzt noch Geld? Ich glaube, dann haben wir gar kein Geld mehr für irgendwen. Oder Kunsthändler beispielsweise. Gut, dass ich schon alle Bilder von dem gekauft habe. Oh, Monteriggioni ist um 10.000 gestiegen im Wert. So, jetzt suchen wir irgendwie die Schätze. Wo sind die Schätze? Hier sind übrigens dann die ganzen Bilder. Da mit Hermelin. Finde ich auch sehr schön. Jetzt können wir hier noch die Federn reinschmeißen, die wir gefunden haben. Warum auch immer. Ach, das erhöht auch Monteriggionis Wert. Okay. Aha. Wo kommen wir denn hier hoch? Wo sind wir denn jetzt? Oh. Nehmen wir ein Porträt auf. Achso. Ja, wir können uns natürlich auch zu den Porträts diverse Informationen holen. Ach, hier, das sind unsere Veri di Pazzi. Dies ist das Bild des Templers Veri di Pazzi, Sohn des Francesco Blaua. Das ist ja cool. Das ist also unser Beschwörer. Unsere Opfer werden hier aufgezeichnet. Good to know. Aber ich frage mich gerade, wo dieser eine Schatz ist, den ich die ganze Zeit markiert habe. Wo ist der? Wo ist der? Und hier landen dann auch die ganzen Bilder, die wir schon gekauft haben. Bin ich ja, glaube ich, auch noch gar nicht durchgegangen. Aber ohne Flachs, wo ist dieser Schatz? Gehen wir mal unten hier rein. Komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre?
Noch nicht. Ich suche noch einen Schatz. Wo ist der denn, verfluchte Hacke? Der ist hier nicht draußen. Der ist nicht drin, richtig. Oh, da ist noch eine Statue. Bevor ich die jetzt übersehe und wieder vergesse und alles. Sammle ich lieber diese Statue ein. Ach, vielleicht ist er auf dem Balkon hier oben. Guckt mal. Kommen wir hier hoch, klar, ne? Hm. Oder auch nicht. Wäre auch zu einfach gewesen jetzt, oder was? Wo ist denn dieser blöde Schatz, wirklich? Der ist doch nicht hier oben. Ich weiß nicht, wo der Schatz ist. Wie sind wir nicht nochmal runtergegangen in den Keller? Dieser Schatz, der verärgert mich jetzt ein bisschen, um ganz ehrlich zu sein. Ach, hier. Komm rein, ja, komm rein. Muss das, aha. Nicht viel. Aber der Schatz scheint hier auf dieser... Der ist auf dieser Ebene, aber ich weiß nicht wo. Schön. Hallo. So, das kann man schon mal einsetzen. Oh. Wen haben wir noch gefunden? Irgendein Typ. Ich glaube, den da, oder? Ja. Ich glaube, mehr haben wir bis jetzt auch noch nicht gefunden. Nee. Aber. Guckt mal, das ist total irritierend. Der Schatz ist jetzt auf dieser Höhe. Jetzt müsste ich eigentlich nur gerade auslaufen, dann hätte ich den Schatz. Oder? Ezio! Haha! Komm rein, komm rein! Wir haben noch den Brunnen gerade. Entschuldigung, dass ich gerade nicht die Hauptgeschichte weiterspiele, aber das ärgert mich. Dieser Schatz ärgert mich gerade tierisch. Es ist übrigens so, dass irgendwann dieses Haus auch repariert wird. Aber ich hatte gerade, vielleicht kommt man durch den Brunnen hier rein. Ha. Ha. Deswegen repariert man solche Brunnen. Nur um hier reinzukommen. Richtig. Aua. Hm. Kannst du nicht einfach die Leiter nehmen? Ich will, also ganz ehrlich, ich als Frau, ich würde diese Holzleiter einfach nehmen. Würde die rübertragen und dahin stellen und dann hochklettern, anstatt hier so ein Vierlefanz damit zu machen. Nee. Ach, das ist schön. Der reagiert gerade nicht auf die... Ah, okay, ich habe was falsch gemacht. Hä, aber ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hat jetzt gesagt so. Ah. So. Ach, Rätsel um die Schätze gelöst. Juhu! So, und jetzt darfst du nochmal runterspringen. Mein Gott, das ist schon das zweite Mal, dass ich in dieser Folge lese. Was ist denn los bei mir? Und das zum Ende hin der Folge. Gut, wir haben die Fehler gefunden. Ich weiß nicht, was ich in der nächsten Folge machen werde. Ob ich nach den Schätzen weitersuche. Eigentlich juckt es mich ja schon ein bisschen. Oder ob ich eben weiterspiele. Einfach mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.